Moin moin Leute, endlich ist es soweit. 1. Mai heute, das heißt, hat Tag auf Hechte. Also wir sind super gespannt. Ich bin heute vom Kajak mit Thorsten, Christoph und Toll kommt auch später, Dennis auch. Also viele Freunde heute für diese besondere Tag in Hechtangeln und Raubfischangeln insgesamt. Ja, wir sind natürlich super heiß, das Wetter ist auch gar nicht so schlecht. Wie man sieht, es gibt aber kein Wind bis jetzt, vielleicht ein bisschen später, aber auch nicht so viel. Also mal gucken, Wassertemperatur ist auch nicht so warm, aber wir werden trotzdem versuchen, ein paar gute Fische rauszuholen. Ja, mal gespannt, wir starten ein bisschen spät, also 7 Uhr, sind schon viele Boote und Bellyboote auf dem Wasser, aber mal gucken, was kommt. Bis gleich. Ah ja, hier ist voll mit Brassen am Ufer, die sind am Laichen. Und Thorsten hat gerade der erste Fisch im Drill. Yay! Der hat ganz schön gezappelt, hm? Sehr gut. Anfang ist gemacht. Ja, schön 74, erster Fisch. Jetzt müssen wir noch Größe fangen. Brassen. Fuck. Ei. Dicker Fisch auf jeden Fall. Passiert auch manchmal, wie gesagt, das ist immer unter dem voll. Mit Brassen am Leichen. Dann passieren auch statt einen kleinen Einzelhaken. Oh, ich glaube, Thorsten hat auch eine. Krass. Ein 53er Brasse. Kein Südfisch, aber ist schon lustig. Wieder frei. Ja, sieht schön. Petri, mein Lieber! Es geht gut aus. Zwei Fische in 5 Minuten oder so. Du hast einen Fisch noch. Boah. Ja. Und ich habe gerade von Philbis gesprochen. Mann. Der sieht auch besser aus. Der Ruder. Duschen kannst du dir heute sparen.
Poste ich auf Video, du. Ja. Ja. Ja, einmal mit dem Neuköder. Geil! Ein Hecht. Anfang ist auch gemacht. Kein Riesen, aber macht schon Spaß. Also der Hecht habe ich auf die neue Neofolge gefahren. Das ist ein doppeltwister Schwanzköder. Normalerweise schon vormontiert mit Offset-Haken. Da habe ich ein bisschen tiefer gegangen, deswegen habe ich auf dem Pro Jig-Köpfe ein bisschen vormontiert. Passt richtig gut, läuft echt gut ins Wasser, macht echt gut Vibrationen. Auch beim Runterlassen bewegt auch ganz gut. Also scheint gut zu funktionieren. Also du siehst, ich brauche einen Doppelschwanz für Sergio. Das ist der dritte Fisch innerhalb von 15 Minuten. Da dreimal gewiesen. Juppla! Und wieder auf der Neofrog Feuerteigerfarbe. Kleine. Ganz schön abgekämpft hinten an der Flosse. Es gibt größere, die hier rumschwimmen. Na, kleine. Schnell Release! So schnell wie er kam, so schnell ist er wieder weg. Genau. Petri. Na super. Nach dem ersten Hecht habe ich einen Wurf gemacht und sofort wieder einen kleinen Hecht gefangen. Und wieder auf dem Neofrog Fire Tiger. Das funktioniert auf jeden Fall. Leider, es war natürlich Akku leer, ist immer so. Aber gut, es gibt noch einige zu fangen. Mal versuchen. Welche Farbe? Ich würde glaube ich den mit oder? Weiß drin nehmen. Ja. Ich habe noch ein bisschen Kraut dafür. Ja, vielen Dank. Probier das mal. Erfolgsköder, der wird es jetzt bringen. Mhm. Fisch! Ab! Ah nein! Aber dritter Wurf. Dritter Wurf mit dem Neofrog und dann sofort. Das hört sich gut an. Schade. Ja, jetzt schon. Hat gewiesen. Sehr gut. War vielleicht noch ein bisschen am ersten Mal. Boah. Juhu. Vielleicht auch ein bisschen am ersten Mal.
Yay, Petri! Nein. Nein. So geht das mit den Hechten, Jo. Falls du einen guten Köder brauchst, kann ich dir empfehlen. Wahrscheinlich in Wittensee mit ein paar Kumpel oder Plöner See. Ja. Brasse oder Hecht? Brasse oder Hecht? Schreibt's jetzt in die Kommentare. Da hinten ist die Brasse. Also beides ist die richtige Antwort. Gut inhaliert. Man sieht nur einen Schwanz. Klein, aber fett, hm? Für den Kleinen. Wohlgenährte Fische hier. Und Fisch. Sorry, zweiter Wurf. Nicht erster. Ah, kleiner. Ah, direkt an den Schiffkant. Doppeldrill. Ja. Doppel. Oh, meiner ist auch gar nicht so schlecht. Ah, nee. Ich habe auch gesagt, da sind viele Brassen da. Genau, ist es so. Ja, kein erster Mal von uns. Ich hab gesagt, nee, ich brauche noch eine Wurfe, noch einen Fisch zu fangen. Es hat zwei Wurfe gedauert, aber klein, aber schön. Schnell wieder ins Wasser. Oh. Oh, hier ist vielleicht die nächste. Zack. Und wieder ab auf den Grund. Oh, wieder ein kleiner. Hier, Thorsten hat gesagt, ja, Wurf hier, habe ich gerade einen Biss bekommen. Erster Wurf ein Biss, zweiter Wurf ein Fisch. Und gelöscht. Danke, Liebe. Ein kleiner. Ja, geht natürlich sofort zurück. Oh, wie schön. Der hat dich weg.
Die Lüten. Ich denke, wieso ist die Route nicht krumm? Und gar nicht mal so groß. So, Köder ist schon raus. Und wie so oft, Neofrock. Ja. Petri, Dank. Weg ist er. Gut gelesen. Der wollte kein Foto. Ich hab meinen Köder gesehen und dann plopp. Geil. Oh, ein kleiner Pikey. Oh, cool. Hey, du. War lustig, ne? Ja, mit kleinen. Genau. Centerfish, genau mit dem genau Köder. Sehr gut drauf. Hm? Zack. Center, der kleine. Ja. Aber war cool. 1,50 Meter vom Kajak schon, den Köder gesehen und dann. Puff. Yay. Das ist. Oh, erst ich dachte, ich bin gut, aber leider nicht klar. Aber sofort ein Köder. Ja. Ach, schade. Wenigstens entschneidert. Ich weiß noch nicht, ob das zählt. Jetzt müssen wir auch einmal jubeln. Yay, Kaugel! Hey! Baum. Ah, doch, ein bisschen. Oh, tu mich in der Kampf. Kein großer, aber fett. Oh Mist, ich hatte gerade eine Attacke. Ich habe nicht sogar gesehen, wie er hier ist. Geil. Hat schon erlebt, hm? Aber das, der hat ganz viel gelebt, hm? Beim Leichen. Willst du? Passen. Ja. Also auch gar nicht so lang, vielleicht 70, aber
Aber echt fett. Hm? Nummer 12, ja genau. Ja, sofort wieder gewechselt. Ja, Mini. Aber Fire Tiger Pink Fish. Ja, voll. Und perfekt. Tschüssi. Und wieder mal mit Einzelhaken. Das sieht so aus, als wäre der schon mal von einem größeren hinten am Rücken gepackt worden, ne? Ja, auf jeden Fall auf beider Seite. Boah, es war auf jeden Fall ein krasser Tag. Hm? Tolles Wetter, mit Freunden, viele Fische, viele Biss, viele Nachläufe gehabt. Kein Riesen, aber auf jeden Fall Kontakt und ja, es hat wirklich Spaß gemacht. Und ich hoffe, dieses Video hat auch euch gefallen. Ich hoffe, wir werden ein bisschen Zeit finden zum Angeln und Video drehen und vielleicht ein bisschen mehr posten. Also abonnieren und bis zum nächsten Mal. Petri Heil, Bon Pêche. Tschüss. Perfect.